Ja, ist klar. Was hast du gegen das Steinsalz? Das brauche ich nicht. Da war noch so viel, ja, wo ist der Rest? Weiter zurück wieder. Alles beim Eingang. Zu der Höhle. Da. Wieso ist da immer nur Salz drin? Keine Ahnung. Noch. Was ist das schon? Ja, links rum jetzt noch, ne? Ja, aber. Das doch, links habe ich schon geholt. Lauf mal noch ein Stück weiter zurück. Das hat ja super funktioniert. Ja. Ich hab dich doch getroffen. Nee, okay. Ja, glaubst mir ja nicht, ne? Wieso macht er das nicht? Das ging doch bergab. Mann. Ich dachte auch, hier wäre mehr Erz gewesen. Hm. Scheinbar nicht. Irgendwie nicht. Da ist ja schon die Mine. Ja. Und da liegt ja auch noch viel. Ja. Schade, dass die noch nicht wieder da sind. Doch, da ist eine Löschhexe. Rechts. Neben der Brücke. Bestimmt die weggelaufen ist. Weißt du? Ja. Haben wir doch wieder. Aber nee, gesammelt. Die habe ich gekriegt. Sicher? Ja. Da bin ich noch rechts runter. Die unterm Stein hatte ich ja auch. Scheinbar schon respawn. Ja, nimm den lieber mit, würde ich sagen, oder? Ja. Der andere ist ja kaputt gegangen, ne? Oder war nee, der ist auch noch nicht rot, aber der kann nicht mehr lange machen. Wir haben schon so viel mit dem kaputt gehauen. Ja. So, die da links, die könnte ich übersehen haben. Siehst du die schon? Ja. Oh, ganz ach, da. Aus. Ja. Aber ist eigentlich unwahrscheinlich. Die war so offensichtlich. Da war auch eine drunter schon wieder. Ja. Naja. Ist ja egal. Ja. Wir haben schon wieder reichlich gefunden, das ist gut. Dann würde ich sagen, ändern wir gleich mal die Tageszeit, weil wir brauchen nämlich Nacht gleich. Wieso? Damit wir einen Goronen anschnacken können. Ach so. Aber der lässt sich nur bequatschen, wenn Nacht ist. Wenn er Feierabend hat. Oh, Reise 4, cool. Ich euch helfen, Jungs. Ja, machen wir erstmal Nacht. Links war noch Erz. Wo? Da. Da. Jetzt aber.
So, dann labern wir die mal an. Hallo. Eigentlich habe ich jetzt Pause. Was willst du denn? Wer bist du? Ich heiße Grada. Ich bin ein Bergarbeiter, wie alle hier. Jeden Tag graben wir von morgens bis abends. So langsam habe ich es satt. Ich habe keine Lust darauf, an diesem Ort den Rest meiner Tage zu verbraten. Ach, gibt es denn nicht irgendwo eine Arbeit, wo ich anderen mit meiner Stärke helfen kann? Ich wüsste da was. Was meinst du? Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Wo bekommt man diese Arbeit? Erzähl mir mehr darüber. Taburada. Taburase? Noch nie gehört. Komm schon, ich brauche Details. So, in Akala also. Taburasa, dort wird ein Kerl wie ich gebraucht. Akala ist gar nicht so weit weg von hier. Na gut, so eine Gelegenheit muss man beim Schopfe packen. Danke, dass du mir davon erzählt hast. Ich werde schnellstmöglich mit Pups aufbrechen. Ja, dann lass uns nicht lange fackeln. Kurz im Nacken. Pups, lass uns gehen. Praktisch, dass die Namen auf da ändern. Ja. Er hat so einen kleinen Furz dabei. Ja. Ein Pups. Ja. Heißt, wir können demnächst nochmal bei dem Pilzkopf vorbeischauen. Was willst du? Bin ich platt. Jetzt habe ich endlich etwas Zeit, mich hier entspannt zu unterhalten. Und worüber möchtest du reden? Wer bist du? Ich. Jengu, ein Gorone aus Goronia. Wenn wir hier fleißig Erz ausbuddeln, geht es Goronia gut und alle sind glücklich. Möchtest du noch etwas fragen? Was ist das hier? Wie du siehst, bauen wir Erz ab. Das hier ist die Südmine. Aber jetzt hat an sich am Todesberggipfel eine Monsterhexe eingenistet. Am Gipfel des Berges findet man das beste Erz, aber jetzt müssen wir wohl oder übel hier graben. Genau das kann dir der Chef in Goronia erzählen. Chef? Der Chef ist der schlauste, reichste und wichtigste Gorone in Goronia. Sein Name ist Bludo. Ihm gehören viele Minen hier. Dass wir Erz fördern und im ganzen Land verkaufen, das hat er sich ausgedacht. Dem Chef haben wir zu verdanken, dass es in Goronia so gut geht. Wir stehen alle in seiner Schuld. Möchtest du noch etwas fragen? Hau rein, Digga. Bis dann. Sollen wir die alle auch mal anlauern? Wenn du willst. Oh. Alt. Weißt du, wie spät es ist? Wer bist du? Es ist eine Zeitumstellung, oder? Ein Reisender. Lüg mich nicht an. In meinem Alter weiß man, was man vor Augen hat. Ja, ja. Ehrlich gesagt. Ist schon gut. Ja, ja. Du machst einen anständigen Eindruck auf mich, ja, ja. In meinem Alter hat man einen Blick für so etwas. Du hast irgendwas Besonderes, ja, ja. Gut, also, willst du etwas fragen, ja? Will ich das wirklich? Nee, hau rein, Digga. Naja. Da hinten hatten wir schon, ne? Ja, mal längs, vielleicht. Der pennt. Oder die pennen. Keine Echsen. Schade. Naja, dann gehen wir weiter. Heiter weiter. Heiter weiter. Kommt nämlich gleich ein Lager, das können wir erstmal platt machen. War rechts nicht Erz? Das da vorne? Geradeaus? Kein Erz. Nee? Nö. Okay. Geht ja ab. Ein Gipfel. Bei der Windstrom wird ja nicht umsonst da sein, oder? Da hinten sind Leuchtsteine. Für die Leuchtsteine. Ja. Ja, ja. Ich wollte jetzt eigentlich nicht jeden Berg erklimmen hier. Aber wir können uns sonst auf das Lager darüber flattern. Wir
Wir können uns sonst auf das Lager rüberflattern. Ja. Verstehe. Achso, geh nochmal zurück. Wohin? Na, nach unten da. Also ganz vorne? Ja, zu den Heinis da. Nochmal zurück über die Brücke, wo wir herkamen. Was war da? Wenn du über die Brücke gehst und rechts lang, da ist, meine ich, am Ende des Tunnels ein Schatz. Meinst bei dem Lava rein? Ja. Echse. Links neben der Fackel. Oder hinter. Hexi, Hexe. Echse. Da ist noch Erz und hinter dem Erz ist auch eine Echse. Also rechts. Erz sehe ich aber nicht, die Echse. Oh nein! Die Echse ist direkt da vorne. Blutmond! Gut, dass wir nicht gleich ins Lager sind. Ja. Du meinst da rein, oder was? Ja, musst aber von links, musst aber über die Brücke. Das war ein bisschen heiß. Naja. Theoretisch könnten wir gleich nochmal den Magmarock machen, aber ich habe keine Lust. Ich wollte nicht sagen, ihr da jetzt auch nicht Lust zu. Eine Echse, ne. Lava. Erz. Ja. Wusstest du das noch? Ja, man hat sie doch auch gesehen. Nee, ich habe sie eben nicht gesehen. Mann, du weißt doch, dass das nicht versucht. Einfach mit mir ist. Muss mich vorwarnen. Boah, das war nicht cool. Ich wollte die Sachen nicht wegspringen hier. Also ich habe jetzt mit dem Erz haben wir auch die eingeschlagen. Naja. Die halten ja nicht viel aus. Ja, das war super. Goldenes Erz. Ich weiß nicht, dass ich ein Schatz war, hier war wahrscheinlich nur goldenes Erz. Das kann auch sein. Da unten ist aber ein Krog. Aber ohne Revalis Sturm ist der Kacke. Ja. Links ist noch goldenes Erz. Ach, guck mal. Da verbrenne ich doch. Da verreck ich. Schade. Das konntest du trotzdem nehmen. Bernstein hat er immer noch angezeigt in der Lava. Naja. Egal. Kann ich jetzt ins Lager, ja? Darf ich das? Ja. Gut. Wieso hatte ich denn im Kopf, dass es da einen Schatz gibt? Vielleicht dachtest du wegen den Erzen. Goldenen Erzen. Gucken, ob wir die Platt kriegen. Jetzt musst du das machen. Die mich da von oben. Ich glaube ja. Von oben drüber raufgeschwungen und so. Da waren auf jeden Fall drei Schätze. Und die pennen alle. Ja. Außer auch Nacht. Außer der eine, oder? Vielleicht nehme ich eine stärkere Waffe mit meinem 13er. Hätte ich wohl nicht weit kommen. No. Ja, die brennt, die ist vielleicht nicht so cool. Hm. Was meinst du, ein 36er oder das Master-Schwert? Master-Schwert. Wahrscheinlich habe ich Glück und er fällt runter. Schnarchen, ey. Ey, du Affe. War aber knapp. Ja, schade. Holen wir uns erstmal den Schatz. Die Schätze. Steinspalter.
Ein wuchtiges Goronschwert aus massivem Metall. Er besitzt keine Schneider, aber es braucht auch keine. Wo es hinfällt, wächst kein Gras mehr. Den trifft. Sag ich doch. Dann schmeiße ich die 13er weg, ne? Ich glaube, es waren zwei Hände, ne? Ja. Ach, du magst ja zwei Hände. Oh, cool. Dafür machen wir Platz. Da war ja auch recht gut Schilde. Ja. Ja, lassen wir ausgerüstet, ne? Ja. Komm mal her, Fred. Oh ne, zwei sind uncool. Ich glaube, einer hat sogar noch auf dich geschossen. Ja, ja, von unten einer. Wow! Das war jetzt nicht so cool. Was tolltest du denn warum? Ich muss man immer schnell sein mit dem Einsammeln. Wo ist der andere? War da noch einer? Oh, Alter, was? Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Mann, das ärgert mich gerade. Nicht. Kaputt. Das kotzt mich übrigens richtig an hier, dass die kaputt gehen. Wer ist die? Das Schwert. Das Master Schwert. Also hinter. Nehmen wir 24er, ja, ne? Ja. Nicht wieder runterfallen. Warum? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Och, Mensch. Das läuft ja wieder hier. Ja. Ach, der ist unten. Das ist praktisch. Alter, brennt dem der Helm? Mann. Wieso zieht er mir so viel ab? Der Bogen macht echt gut Schaden. Stirb, 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 los. Aber ich müsste eigentlich noch ein Exalfos rumhängen. Bin ich der Meinung. Das ist besser als mein jetziger Bogen. Dann weg damit. War der Meinung, da sind zwei Exalfos. Oh, die Musik ist auch weg. Oh, hier liegt noch was. Ja, ich dachte auch, dass da irgendwer noch getrötet hat. Ja, das der Meinung war ich auch. Naja. Den Stuff einsammeln hier. Rubin, nehmen wir mit. Grill-Edelgeflügel. Im Ganzen gegrillt, große Geflügelkeule. Hat Haut und... Was? Die Haut ist schön knusprig. Das Fleisch zart. Wenn du es isst, werden Herzen aufgefüllt. Nehmen wir. Können wir den gleich austauschen? Da hinten lag nämlich noch einer. Wenn er gleich kaputt geht. Gibst du mir das? So. Oder brauchen wir zwei Hammer, was meinst du?
Naja, ich denke mal, hier ist es wahrscheinlich gar nicht verkehrt, noch einen Hammer mehr dabei zu haben, ne? Ja, weil hier alles nur aus Metall ist, ne? Ja, und Erz und was weiß ich nicht. Ja, nehmen wir mit. Rechts war, glaube ich, noch so eine Kiste. Nee, doch nicht. Aber da war Erz ja irgendwo noch. Ja. Oh, geil, das ist cool. Das war doch nett. Das hat sich gelohnt, ja. Wolltest du nicht den Hammer holen? Habe ich doch schon, gerade eben. Hast du? Ja. Achso. Bin ich gesehen. Links ist noch Erz. Wo links? Genau da. Ja. Weiter geht's nach Voronia. Echse. Habe ich gesehen. Zwei sogar, cool. Also die findet man hier echt gut. Ja. Wenn wir jetzt noch ein paar Glutflügler, nee, Löschflügler, das war knapp, ja. Finden. Weil die brauchen wir sogar noch dringender, meine ich. Ja. War nicht mehr weit bis nach Coronia. Hinter dem ist eine Echse. Wahrscheinlich ist nicht mehr, oder? Doch. Da, ja. Hier ist natürlich sehr praktisch. Und weiter links gleich ist auch noch eine Echse. Hier ist natürlich sehr praktisch zu grillen. Ja. Weil man braucht die Sachen einfach nur auf den Boden schmeißen. Wusste das? Was? Dass die Vulkan, dass der Vulkanregen jetzt kommt. Der wie bei Twilight Princess. Ich nicht. Mich immer an dieser Stelle hier. Jedes Mal? Ja. Also zumindest, wenn man das erste Mal hier hochgeht. Falter. Wo? Voraus. Noch eine Echse. Ist vielleicht so ein Löschding. Wo siehst du? Ich sehe ihn noch nicht. Direkt vor dir. Ach da. Ja, ist ein Löschding. Löschflügler, unser erster. Sehr gut. Ein seltener Schmetterling, der in extrem heißen vulkanischen Gebieten lebt. Aus ihm lässt sich eine Flüssigkeit gewinnen, mit der Medizin gegen Hitze hergestellt wird. Sogar zwei, guck mal. Ja, dann ist ja umso besser, dass ich dich darauf hingewiesen habe. Ja, ich hätte voll daneben. Wäre voll vorbei. Löschhexe. Ja, jetzt ist nicht mehr weit bis zum Dorf. Oh nein! Was mag das sein? Welch titanischer Schrei. Orangebrause? Danke, nein. Doch, das ist Orangebrause. Ich habe sie dir nicht angeboten. Ich wollte nur wissen, ob es welche ist. Jetzt ist sie eh leer. Nee, da ist noch was drin. Achso. Sauberschluck. Toll. Muss sein. Mhm. Theoretisch bräuchten wir die anderen Rüstungsteile gar nicht, aber ich würde sagen, wir nehmen sie trotzdem mit, ne? Ja. Gibt das irgendeinen Set-Bonus? Gegen Hitze? Extreme Hitze? Nee. Das wissen wir ja schon, sonst könntest du damit auch in der Wüste rumlaufen. Ah. Nee, das ist ja... dann feuersicher heißt das, glaube ich. Coronia! Nee. Mhm. Willkommen, edler Link. Kennen wir uns? Hm? Sag mir lieber, ob du die Lavabrocken eben gut überstanden hast. Ja, siehst du doch. Wegen dieser Lavabrocken kommen kaum noch Besucher hier entlang. Mir ist so langweilig, dass ich jeden so begrüße, als wäre er einer der legendären Recken. Link war der Hylianer, der vor 100 Jahren gemeinsam mit unserem Recken, dem legendären Daruk, gekämpft hat. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, frag doch den Chef ganz hinten in der Stadt. Jo. Dann ich hole uns erstmal den Schrein. Dann haben wir ein Teleportziel. Ja. Und dann quatschen wir die alle mal an. Meine Friends. Das ist übrigens der Chef. Toll.
Was ist toll? Da war eine Löschechse. Achso. Ich glaube, ich bin falsch. Nein, so. Da muss ich hoch. Also, Shimu Itose.